Freunde aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. Wir sind auf dem Kreis Mittelland. Ihr seht, wir haben inzwischen 4. Januartag. Es liegt immer noch so ein bisschen Schnee. Ich habe nochmal den Radlader verkauft, die Bauteile verkauft. Habe am Händlerhof eine Verkaufsstation gebastelt. Da müssen wir dann, oder können wir Stroh und so ein Zeugs kaufen, müssen das allerdings auch dran, auch wenn es unseres ist. Und das Geld dafür habe ich mir natürlich geholt. So, Kredit ist in vollem Rahmen ausgeschöpft, weil ich habe überlegt, Aufträge sind, glaube ich, aktuell, seht ihr auch, nicht zu machen. Das, was zu machen ging, habe ich gemacht. Ich habe den kleinen Grubber verkauft und habe den hier genommen und habe Grubberaufträge auf jeden Fall gemacht. Wie gesagt, der Teleskoplader ist nochmal weg. Ich brauchte dann nochmal einen zweiten Anhänger, weil man in dieses blöde Silo da ja keine Dingens reinpacken kann. Dann haben wir hier 50 Kühe im Stall und produzieren Milch, die wir dann verkaufen können natürlich. Weil wir gerade eine Produktion kaufen geht nicht. Und wir haben natürlich immer noch unseren Honig. Stehen auch wieder ein paar Paletten. Achso, den da habe ich auch. Wie gesagt, Kredit in vollem Rahmen ausgeschöpft. Wir müssen echt Geld kommen. Und jetzt können im Moment hier im Januar wenig machen. Vielleicht können wir im Februar noch wieder ein paar grobe Aufträge oder sowas. Oder muss es gucken. Jetzt schneit es immer noch. Da ist eh nicht viel zu tun, aber wir können vielleicht verkaufen. Übrigens 690.000 gibt es. Lied mehr nicht. Weiterhin nicht vorhanden. Mal aktuell Milch haben, da sind schon 1200 da drin. Da haben sie. Also werden wir jetzt erstmal weiter schlafen müssen. Vernünftige Jahreszeit. Schneedecke, da hat Giants das Problem immer noch nicht behoben. Um 13.10 Uhr in etwa ist dann jede Schneedecke wieder verschwunden und das Land ist grün. Ja. Muss man nichts zu sagen. Einfach nur hinnehmen. So. Milch. Kann ich. Wohndienst immer noch nicht. Also dann nochmal eine Runde schlafen. Theoretisch können wir auch, um die Kosten zu reduzieren, die Tage verkürzen auf von 6 auf 3. Weil, wie gesagt, hier im Winter können wir eh nicht. Beim 1. Februar. Escape. Oh, wir können ansehen. Aber wir haben keine Sämaschine. Oh, okay. Wenn du nicht sofort reagierst, ne, ist es weg. Ach, die wurden sie auch gekauft. Ich stehe schon seit September hier. Bin sauer. Ja, im LS geht das. Gibt es ja auch diesen Mod jetzt für, dass man das so ein bisschen präziser machen kann, aber ganz ehrlich. Oh, Februar. Pass auf. Machen wir mal Folgendes. Gehen mal in die Einstellungen rein. Würde Speicherinterskalierung. Schwierigkeitswohn, ein noch 6 Tage. Wenn wir das mal einmal hier auf 3 reduzieren.
Gucken wir mal. So. Und auch im Februar, wie gesagt, machen können wir wahrscheinlich nichts, oder? Weil neue Aufträge, eine Dienstleistung. Wir brauchen, damit wir unser Feld anbauen können, natürlich auch noch eine Sämaschine. Die Frage ist, was wir da drauf packen. Wir haben hinten das eine Pachtfeld. Da haben wir Getreide drauf. Da kommt einiges runter. Das können wir, glaube ich, komplett verkaufen. Bisschen für die Hühner kaum der Rede wert. Das Ganze achten Nahrung füllen aus. Komm hier in den Nacht noch. Ja, in März oder so kommen, in den Frühling hinein. So hinten mal, das schneide ich immer noch. Leck. Ja, wie im realen Leben, ne? So. Machen wir jetzt aber erstmal hier wieder Mischration. Ein Stroh auch. Ich kenne das Glück mit dem Test. Mal hier außen drum. Kuhstall hinein. Wo abladen, das ist ja Gott sei Dank hier ein Schubboden. Daher laufen wir nicht Gefahr, irgendwie was uns festzuhängen. Wenn wir jetzt noch Pipa hätten, dann wäre das schon ein Problem. Das mal wieder drin. Aber geht's nicht. Bitte. Mischfutter drin. Und Tiere nicht haben. Müssen wir uns keine Gedanken machen, jetzt irgendwas hier zu vergessen. Ration raus. Ja, der Kredit saugt natürlich ganz schön am Konto, ne? Volle Dröhnung. Wir müssen echt sehen, dass wir den schnellstmöglich wieder loswerden. Irgendwas, was wir machen können. Keine Aufträge. So, können wir irgendwas schon. Ja, komm, können wir irgendwas schon ansehen? Wir sind im Februar. Saatzeit. Was für Baumwolle. Okay. Was wir natürlich machen können, wir können mal schauen, ob wir ein Baumwollfeld irgendwo finden, was wir pachten können. Ansonsten ist hier aktuell. Weiß, ne? 17, die 11. 11 ist Baumwolle. Der 34. 11 pachten später. Denn die Baumwolle ernte. Daran denken. Oktober.
Heißt hier im September, Oktober, da müssen wir darauf achten, dass wir das Baumwollfeld machen. Was wir jetzt noch gucken können, wir haben ja selber noch zwei Felder, wir können im Moment noch nichts anbauen, aber wir mal schauen, wo kriegen wir ordentlich Asche für 2000 Sonnenblumen, Sorghumi, Isdoves-Preis, Oliven. Oben wollen wir nicht Sonnenblumen. Also Sonnenblumen 2,6 aktuell. Wir sind in der Sonnenblumen an Zeiten. Ganz ehrlich. Wann können wir das? Ab März. Bald. Bei Februartagung. Eine Sämaschine, die müsste ich mir leihen. Dann würden wir auf unseren beiden vorbereiteten Feldern Sonnenblumen drauf klatschen. Kommt zwar nicht das meiste runter, aber egal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich Sonnenblumen ansehen. So, wir brauchen erstmal eine Sämaschine. Hatten Sätechnik. Ja, 2 Meter. Ja, auch noch das Ding. Und Saatgut. Okay. Was denn noch? Was ist mit Ütte? Da kommt beides rein. Kann aber keine Sonnenblume. Jetzt gerade. Kann das? 50.000 kostet. Zu. Frage ist jetzt, wir wollen oder wir werden Honig verkaufen auf kaufen. Ist jetzt Risiko. Gut, im Zweifel können wir Fahrzeuge kaufen. Link. Kommt hier dann rein. Hier kommt Saatgut. Interessanterweise nichts dabei. Hier hat nämlich auch einen Tank. Pass auf, hier gehen 600 Liter, 2000 Liter. Wir machen jetzt Folgendes, weil wir brauchen es eh. Saatgut. 3000, dann nehmen wir 2 Stück von. Ja. Okay, und Aldünger nehmen wir auch 2 von. Gucken wir, was drauf passt. Wir jetzt nämlich unseren Schlepper nehmen. Jetzt zum Händler.
Und unsere Sämaschine hilft 1100. Also wir müssen gleich unbedingt den Honig und so verkaufen. Weil, wie gesagt, den Geld kriegen wir nicht mehr. Vielleicht können wir auch den Grubber erstmal noch mal sehen. Eieieiei, fast 700.000 Schulden. Kein Geld mehr auf der Kante, vom Prinzip her sind wir pleite. Ich fände das ganz nice im Shop, wenn man mal beischreiben würde, was da überhaupt reingeht. Weil wenn ich nicht gerade Landwirt bin, weiß ich das. Komm mal auf die. Das ist richtig spannend. Der Dinke muss nach unten. Und eigentlich nicht vorne. Das Problem hier ist, es ist einfach zu eng, ist da. Ich würde sagen, das ist falsch. Vorne dran. Also, Sämaschine auffüllen. Rein geht jetzt erstmal Saat. Genau. Und? Ja, sehr schön. Einfach probieren. Mal sehen, was wir hier eigentlich machen. Pass auf. Fruchtart kann nicht im Februar gepflanzt werden. Wieso? Ich dachte, wir wären schon im März. Er hat mir die 3 Tage nicht genommen. Das ist unglaublich. Seht ihr das? Hier umgeschaltet auf 3 Tage. Macht er wahrscheinlich dann erst ab dem nächsten Jahr. Drei Tage. Na gut, okay. Ja, dann wollen wir mal sehen, dass wir ganz schnell 1100. Naja, gut, okay. Wir haben jetzt Saatgut. Wir haben eine Sämaschine. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen im Moment. Mehr Geld kommt hoffentlich durch Verkauf von Honig und dergleichen. Wir werden jetzt definitiv ins Minus gehen. Kein Geld mehr. Noch ein.
An dem 6. Februartag, an dem 1. März. Milch können wir dann auch verkaufen. Puh! Ich schaff's doch immer wieder, mich in die Pleite zu beißen. Das glaub ich. So. Jetzt haben wir schon Minus, siehste? Und nochmal. Keinen Helfer einstellen. Scheitert schon. So. Jetzt keine Ahnung, was er macht oder was er nicht macht. Jedenfalls sieht er irgendwas, das ist schon gut. Guck mal, da ist das mit den Fahrgassen. Aber wie funktioniert das? Interessiert euch, ich habe ja hier diesen Spurreißer. Ach, guck mal. Ah. Wie sieht das aus? Aha. Die Frage ist natürlich, wir haben Teuerung, ja. Wir haben so viel Dünger hier drauf, das soll nicht nachdüngen brauchen. Ich werde das jetzt erstmal hier ganz gut orthodox ansehen. Hauptsache es ist drin. Müssen wir echt sehen, dass wir Milch verkaufen. Und ja, ich weiß, ich müsste eigentlich aushebeln. Da habe ich jetzt gerade aktuell nicht so die große Lust zu. Tja, keine Rolle. Guck mal, das ist mit Fahrgassen. Ja, und da durch die würde man durchfahren, wenn man zum Beispiel später dann nur die Ölefass braucht. Öle, Mist, das sind natürlich auch alles Sachen, die wir dann später verkaufen können. Ne? Klar. Wie gesagt, ich werde jetzt hier einfach sehen, dass das Zeug irgendwie im Boden ist. Schön hin und her und hast du nicht gesehen, sondern erstmal rum irgendwie. Schön aus. Ja, so Mineraldünger ist ja so gesehen. Zu tun, gell? Alter. Gibt dann Luft hin. Ah ja, hier sieht man die Fahrgassen, wobei mir das bei diesen kleinen Feldern zu viel wegnimmt. Heißt, hier machen wir jetzt erstmal zu. Bei großen Feldern könnte man das wirklich mal ausprobieren. Hier, wir brauchen jedes Körnchen. Ich hoffe, es sind jetzt zwar aktuelle Preise, aber ich hoffe, dass wir das dann sehr teuer verkaufen können und dass wir vielleicht auch das ein oder andere Feld pachten können später, wo Sonnenblumen drauf sind und vor allen Dingen Baumwolle wäre vielleicht auch noch.
Baumwollernte mieten. Baumwolle teuer verkaufen. So stellt sich das gar nicht aus, dafür dass ich kreuz und quer fahre. Ja, mit dem Schnee, das ist hier echt enttäuschend, muss man wirklich sagen. Und man würde sich ja schon wünschen, wenn man Seasons hat, dass auch der Schnee entsprechend liegen bleibt und nicht mittags um eins weg ist. Das ist, wie gesagt, das ist völlig kartenunabhängig, das war also. Dann wäre vielleicht nochmal irgendwann zu sehen, dass wenn ich einen Schneehaufen zusammenschiebe, ist der dann im Sommer auch immer noch da, weil das war ja auch so ein Thema. So. Das sind recht kleine Felder hier. Das ist so ein bisschen, ne? Werden noch nicht sehr viel runter. Ich glaube, Sonnenblumen, das machen wir. Vielleicht kriegen wir irgendwie der Drescher die Miete dafür. Minus 10.000. Ich frage mich, wie weit man ins Rücken muss. Und Unkraut dürfte hier auch nicht kommen. Weil wir gestriegelt haben schon. Jünger geht, wie er sieht, gar nicht aus, aber ganz, ganz wenig. Die Felder hier sind absolut in Ordnung. Erstmal wachsen sind sowieso kein Problem. Was die Milch macht. Mischration haben wir Gott sei Dank noch. Dann haben wir einen Teil der Milch. Wir haben schon mal verkaufen. Aber eventuell unser Konto wieder ins Plus bekommen. So sind wir uns natürlich absolut die Hände. Da geht ja gar nichts mehr. Vielleicht brauchen wir viel Geld. Thank you.
Das Errungenschaft freigeschaltet. Aha. Schön. Die Errungenschaft freigeschaltet. Wie toll. Ich hoffe, dass hier ein sehr guter Ertrag bei rauskommt. Sehen. Gleich bevor wir zum anderen Feld fahren, einmal hier auftanken. Das Feld wird es noch reichen. Weiß, ja, aus. So schaut das aus, Leute. Also machen wir es gleich voll. Fahren wir zum anderen Feld rüber. Und da auch noch Sonnenblumen drauf. Ja, düngertechnisch ist alles okay. Da geht nicht mehr. Honig verkaufen und von dem Geld, was uns der Honig und vielleicht die Milch bringt, kann da diese Felder jeweils noch einen Bienenstock hinstellen, damit noch mehr Honig und einen besseren Vertrag haben. Und wenn ich so über einen realen Acker fahren würde, letztendlich ist es doch wurscht, Hauptsache das Zeug wächst. Was für einen Vorteil habe ich, wenn ich schön in Linien fahre, außer dass es schön aussieht. Gibt es da irgendeinen Vorteil? Landwirte mal raus mit der Sprache. Theoretisch kann ich doch fahren, wie ich will. Gut, klar, wenn ich solche Sachen wie GPS habe und Düngeroptimierung, also hier Precision Farming und weiter, denke ich mal, guck mal, siehst du, ich habe hier jetzt eh nicht vormachen können. Immer schalten. Können wir jetzt nochmal voll machen. Klappt nicht. Sagen auch nicht viel. War denn jetzt was hier? Gibst du mir auch noch was? Jetzt ist 1100% voll. Na, guck mal. Dann hätten wir eine Wiese, wo wir heute auch machen können.
Ja, warum sieht das so pink aus? Aber hier ist das Gleiche. Das geht natürlich wesentlich schneller. Keine Fahrgassen. Am Meter hier. Ist ja nix, ne? Okay, hier sieht es natürlich düngetechnisch schon ein bisschen anders aus. Praktische Düngerausbringung macht ja trotzdem mit. Ja, wir werden gleich mal gucken, wir werden gleich mal den Honig festtippen. Mal schauen. Ja, klar. Ja, die Nullen sind dann für Bienenstöcke. Tja. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben sowas wie GPS, aber ich kann, kann damit nicht umgehen. Baum vorbei. Warum piept die Maschine? Ja, echt gespannt, aus dem Schuldenberg da rauskommt. Richtig schick ins Ausmanövriert. Aber ich sag mal so, solange wir noch arbeiten können und ansehen können und so weiter, besteht ja immer noch eine Chance. Natürlich auch ein Feld, wo man Sonnenblumen draufpacken kann. Mal gucken, was der Nachbar davor hat. Wäre natürlich perfekt, ne? Wenn man das gleich beachten und beide Felder einmal abwerfen. Thank you.
Das ist so weit gelaufen. Vorteil vom Singleplayer ist, ich kann meinen Krempel am Händler aufstehen lassen, das stört keinen. So, wie sieht's aus? Hätte ich schon Mist. Wollen wir das schon mal verkaufen? Oder warten wir bis dann? Hey, komm, die hauen wir schon mal weg, oder? Gucken wir eben, wie es aussieht mit Milch, wo wir Milch am besten verkaufen können. Milch, der höchste Preis 2009. Der Molkerei. Hier ist im Moment am höchsten. Haben wir jetzt hin. Und wir ticken mal die Milch. Müsste genau hin. Schön aus der Innenperspektive. Ja, wenn es nicht druckelt, kann man das machen. Man weiß ja selber, nicht? Wenn man jetzt das Ganze neu gemacht hat, natürlich eine Weile, um die Uhren zu laden. Weil passt. Eckfeld vorbei an dem großen hin. Kommt ja an Stroh und so weiter einiges. Mal gucken. Da wächst glaube ich auch schon was. Kurz anhalten. Ja, wir müssen zu Geld kommen. Viel Geld. Upsala. Hier. Was haben wir? Guck mal, perfekt, hier müssen wir nichts mehr machen. Ist kein Unkraut. 89% nur. Irgendwas haben wir hier verbockt. Gucken wir mal. Aber gut, besser als nichts. Können wir im nächsten Jahr dann auch Sonnenblumen draufpacken. So, wo ist die Molkerei? Kanal. Ah, da hinten. Näher dran, aber mag mich natürlich täuschen. So, wo ist denn euer Lieblingskirchen? Der Träger zum Händler. Der Entladetrigger sein, das ist nicht euer Ernst, oder? Ja.
hat schon mal wieder ein Plus. Nicht viel, aber immerhin. Was haben wir jetzt gekriegt? 37.000. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Plus Umweltbonus. Und wo hänge ich? Da gibt es hier was, was mich festhalten. Hauptverkehrsstraße? Haben wir das Feld ist gepachtet, ne? Überleg gerade, ne, da haben wir, guck mal, das, daran liegt es. Daran liegt, weil Bauen. Doch, guck. Minendinger, warum kommt denn da trotzdem so wenig bei rum? Ich glaube, so ein paar Ruckler gibt es immer mal. Das sind dann so Speicherlecks. Okay, also die Milch sind wir los. Schon mal. Ich glaube, da können wir auch noch mehr machen. Ja, 30.000 jetzt. Ist der mal voll oder der Lastwagen nicht mal voll war. Ist doch schon ganz okay, oder? Irgendwo hängt der. So, zwei Felder angesät. Das hier aus. Da war hier. Das war noch nicht voll hier, aber sein. So. So. Einmal zusammenklappen. Einmal Gurte drauf. Einmal gucken, wo wir das Zeug am besten loswerden. ...2417 am Supermarkt. Das klingt doch gut. Das machen wir. Was zu stark. So, was sagt denn? Da vorne ist der Schwach. Gleich hier um die Ecke. Dann gucken wir einer. Kann man fast ja schon zu Fuß hintragen. Platz. Uniklinik, richtig. Supermarkt, ups. Oh, her hier. Hier das an. Wollen unseren Honig.
einmal aufsteigen, bitte. So, jetzt müssen wir einmal noch ganz kurz los ist. Dass da wieder irgendwas fehlt. Guck mal, Reproduktion bei 30%. Das ist soweit alles noch okay. Milch schon wieder 104 Liter. Gut. Felder können wir mal noch mal gucken. Wenn wir ein Pacht, genau, wenn wir ein Feld pachten sollten, dann unser Feld ein. Keins mehr. Weiß ich. Feld 1 ist, glaube ich, ganz cool. Können wir noch nehmen. Normal. Was kostet? 1,32. Warte mal. Ja, machen wir. Das behaupten. Das Zeug dürfte noch nicht gewachsen sein. Das Feld überhaupt nicht vorbereiten. So, da noch Zeugs rum. So, hier haben wir jetzt Dünger. Schicksalshaften Tag. Mit 1 haben. Ah, mal den Platz. Hier. Feld 1 ist hier. Okay, also links.
ja gar nichts. Ah, das wäre Z. Gut. Anscheinend was bei drauf, aber egal. Da kriegt man ordentlich einen Ertrag, der haut ja sonst in hier. Ich hätte tatsächlich gedacht, das wäre sogar mehr. Ich glaube, ich muss noch mal am Rand lang. Ist ja wieder liederlich angesät hier. Ne? Kilo pro Hektar. Meine Güte, da fragst du dich wirklich, was hat der Vorbesitzer hier eigentlich mit dem Feld angestellt? Nichts. Ganz ehrlich, ich glaube, das werden wir hinterher kaufen. Das ist ja fertig. Wir werden doch wahrscheinlich dann erstmal kalken müssen, bevor wir hier da was aufkriegen. Ich werde aber Folgendes machen, liebe Leute. Weil wir haben unsere Stunde tatsächlich schon wieder rum. Ich denke mal, hier ist mal mehr passiert als beim letzten Mal, wo wir gebohrt haben. Und ich werde dieses Feld jetzt noch fertig machen. Sonnenblumen sind hier ja bereits drin. Ich werde am Rand nochmal langfahren mit der Düngemaschine. Nochmal ordentlich Kalk draufhauen, nochmal nachdüngen, wo es dann geht. Dann werden wir uns das Ganze nochmal anschauen. Ich denke mal, dann kriegen wir auch einen ordentlichen Fach hier runter. Extrem, was hier fehlt. Meine Güte. Sie werden Sonnenblumen, oder werden Mutanten werden lassen. Freuen sich richtig. Will zu essen kriegen. So, das Ding hat tatsächlich keine Kolli. Hier definitiv jetzt erstmal nichts mehr drauf. Da wo wir schon waren, macht er kein zweites. Bin bei hier auch, das passiert nicht. Alles? Da stellt er fest, da ist genug. Da waren wir schon und dann machen wir jetzt. Wahrscheinlich auch nicht. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Und ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.